So, und weiter geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part FIFA 13 Seasons. Das letzte Spiel haben wir gewonnen, wie wir sehen. 5 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Heißt, wenn wir eins der beiden nächsten Spiele gewinnen, sind wir Meister der Liga 6. Wir werden sehen, was sich dieses Spiel ergibt. Und naja. In 7 Tagen öffnet übrigens das Pokalfenster. Da werde ich natürlich auch mitmischen. Oder höchstwahrscheinlich. Obwohl mich der Pokal eigentlich auch nicht so sehr interessiert. Aber egal. So. Gegner mit einer ähnlichen Sternewertung und Liga werden gesucht. Und schon einen Gegner gefunden. Und dann geht's auch gleich los. Jetzt erstmal noch hier das Vorspiel, kann man sagen. Der geht nicht rein. Zack, 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 zack. Mit Ramirez wieder. Warum sind es eigentlich immer die gleichen Spieler, die man hier bekommt? Also es sind immer so ein oder zwei Spieler und es sind dann immer die gleichen beiden Spieler. Aber egal, jetzt geht's los. Und gucken gehen, wie wir spielen. Das Intro können wir wieder überspringen hier. Das ist Frankreich. Mit Benzema im Sturm. Wie wir sehen, Evra in der Verteidigung, die ich gerade gesehen habe. Und wenn der Gegner mal hier überspringen würde, könnten wir auch anfangen. Parste des Prinzess, ich kann überhaupt kein Französisch. Mit Lloris im Tor, wie wir sehen. Den Rest, der Rest Koscielny, Rami, Sakko, Evra, Capu. Und wie sie nicht alle heißen, Valbuena, Ribéry natürlich. Nicht zu vergessen. Benzema im Sturm. Also mit allen Topstars besetzt auf jeden Fall. Und ja. Okay, das war schlecht. Und ich probiere mal wieder meine Taktik aus, meine individuelle Taktik. Die auf Schnelligkeit und Druck basiert. Dass ich auch mal funktioniert, nicht so wie im ersten Spiel. Oder war das erste Spiel? Ja, ich denke schon. So, dann haben wir noch schön den Ball. Er rennt volle Kanne vorbei und da geht der Pass in die Spitze. Kommt der an? Ah, er ist angekommen, aber was gibt's jetzt? Freistoß für den Gegner? Naja, war ich mal zu bezweifeln. Aber wie der Schiri meint, der soll ankommen. Naja. Na, kann er sich da durchsetzen? Kann er sich? Nein, kann er nicht. Naja. Einwurf für den Gegner. Na komm. Spiel muss ja weitergehen. Little. Was? Wie heißt der Typ? Little 95210. Aha. Kann man sich super merken auf jeden Fall. Komm, Mann! Zieh drauf! Nein! Er hat schon wieder einen Lupfer gemacht. Weil ich immer wieder auf diese blöde L1-Taste komme beim Nachschuss. Und zwar immer beim Nachschuss, ich weiß gar nicht, warum das überhaupt liegt. Irgendwie drücke ich den dann automatisch. Na, erstmal dieser Fehlpass hier. Hab ich noch. Ah, was war das denn? Der sollte natürlich nicht auf den, sondern auf Ramirez. Ach man. Dann habe ich na Diego Alves hat den Ball und direkt auf Marcelo, der den Ball sofort wieder verliert. Ja, trickst du ruhig. Ich könnte eigentlich auch mal wieder tricksen, aber irgendwie ich finde das einfach manchmal zu ineffektiv. In manchen Situationen kann man es machen, da lohnt sich vielleicht auch. Hier hätte ich vielleicht die Flanke nicht setzen sollen, vor allem nicht so weit. Aber es gibt zumindest Ecke, oder? Ja, dürfte doch. Mit Marcelo. Komm. Aha. Lloris hat ihn. Jetzt wechseln wir schnell den Spieler, damit Silva mal wieder in die Innenverteidigung rücken kann. Jetzt hätten mich alle schon aufgerückt, besonders die Innenverteidiger. Und Benzema ist schnell im Sturm. Sollte man immer gut aufpassen. Komm. Ah, na? Ey, immer noch nicht? Doch jetzt.
Ach, hab ich noch. Komm. Ach, Mist. Da ist der Innenverteidiger ein bisschen schneller gewesen. Sakko, ja. Der hat, glaube ich, auch eine Geschwindigkeit von über 80. Ach, komm. Ach, da kommt er nicht mehr ganz ran. Schade. Jetzt hätten wir hier vielleicht mal einen guten Angriff rüberbringen können. Da startet er. Da dürfte er auch damit durchkommen. Wenn er nicht ganz unglücklich ist, kommt weg. Okay, das war wieder ein blöder Fehlpass. So. Den haben wir nicht. Da will er wieder durchspielen. Schafft er nicht. So, da wurde die Aufnahme auch wieder mal kurz unterbrochen. So, wie ich schon im ersten Part erzählt habe. Allerersten drei Spiele, wo ich eigentlich das Let's Play starten wollte. Ihr habt nicht viel verpasst, das war ungefähr eine Minute vielleicht. Eine Spielminute. Also keine Echtzeitminute. Kommt sie einfach mal drauf. Hat dann nicht hingekriegt. Den hab ich nicht mehr, okay. So, der kommt durch. Ich sollte hier nicht zu viel Mist machen. Komm. Draufziehen kann er auch nicht. Stehen zu viele Leute rum. Mann. Steht immer wer im Weg und die Grätsche war ein wenig zu schlecht. Der kann auch ein paar Tricks anscheinend. Hau erstmal weg hier. Gehen wir auf Nummer sicher. Neymar ist nicht gerade bekannt für seine guten Kopfbälle. So. Das war ein Foul, ja. Okay. Foul. Gucken, was er jetzt macht. Er haut ihn direkt rein. Dadurch ergibt sich ein Konter für mich. Komm. Ja! Was abseits? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der Innenverteidiger ist. Ja, der Innenverteidiger war zu schnell. Leider. Komm. Neymar. Ach! Die Flanke war auch nicht gut. Komm, jetzt. Oh, Volley, Mann. Schon wieder einer dazwischen. Na, okay, die Flanke war so extrem. Die Flanke vor allem, die Grätsche meine ich, war extrem mies. Ach, und da hat er echt das Quäntchen Glück, dass er wirklich unter den Torwart durchrutscht. Naja. Nicht unverdient. Und daher kann ich mich da auch eigentlich gar nicht drüber beschweren. 1:0 für Frankreich. Zur Halbzeit. Na, da sollte der. Na, hat er nicht. Schade. Na gut. Vielleicht kriege ich ja noch ein Tor hin vor der Halbzeit. Komm. Zieh einfach mal ab. Aber Juris ist nicht gerade der schlechteste Keeper. Vielleicht ergibt sich aus der Ecke noch was. Komm, Mann. Wir müssen auch mal zum Ball hingehen. Ah, und da kommt er echt durch. Habe ich noch. Ach, Mist, hat er den Fuß dazwischen und dann habe ich den Ball natürlich verloren. Komm. Ein bisschen durchstarten hier. Und mal den einen oder anderen Trick machen. Abziehen! Tor! So muss es laufen, noch vor der Halbzeit. Genau so. Na? 1:1. Nicht unverdient. Habe ich mich auch schon durchgemogelt. Muss man sich als verteidigender Spieler halt mal entscheiden, ob man links oder rechts geht. Das ist bei FIFA eben so. Ja, ach, hätte ich mit Neymar durchlaufen können wahrscheinlich. Aber egal. 1:1 zur Halbzeit. Ich bin nicht unzufrieden. Verdient, wie man sieht, 1:1. Und dann geht's auch gleich weiter. Versucht, dass ich wieder ein bisschen durchzutricksen. Scheint er ganz gerne zu machen. Also wird es natürlich nichts. Auch Marcelo jetzt der Abwurf. Direkt zu Elias, der den Ball verliert.
Aha, und da ist eine Mitte offen, da ist eine Mitte offen und da ist das Tor. Oder auch nicht. Den muss er eigentlich machen in der Situation. Also ich hätte mich tot geärgert, wenn ich den nicht gemacht hätte. So, den brauchen wir nicht raushauen. Den kontrollieren wir. Na, ah, da ist der Verteidiger und ich gerade langsam. Komm! Ah, der kommt nicht durch, der kommt nicht durch. Komm. Na, ah, der. Die haben schnelle Verteidiger hier. Aber dafür komme ich mit sowas hier durch. Kann ich vielleicht auch mal. Na, ah, hat der. Na, ah, Mann! Hat er sich dann irgendwie an den Ball gewurschtelt? Komm, jetzt in die. Nein! Warum läuft der denn? Ach. Nicht direkt in die Mitte, sondern so ein bisschen am Gegenspieler entlang. Komm, nein! Mann! Schon wieder einer dazwischen mit seiner Grätsche. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da habe ich hier den Ball. Sehr gut. Warum fault, ey? Ich hasse es. Muss der da unbedingt jetzt faulen? Ich hätte so schön durchlaufen können. Und wer, der hat jetzt den Ball. Mann, ey, genau das habe ich befürchtet. Ach, komm. Ja, so ist gut. Zumindest Einwurf, da kann sich die Defensive neu sortieren. Und Benzema ist Kopfball stark, also würde ich da auch mal die eine oder andere Flanke reinbringen. Oder ist Benzema Kopfball stark? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. So. Flanke. Na, ja, die wird schlecht. Oh Gott, ich mache schon wieder die Lücken auf, ey. Mann, er hat immer seinen Fuß dazwischen. Ich aber auch. Ach, da brauche ich eigentlich gar nicht den Pass. Oh, der Pass kommt durch. Ach, Mann! Mann! Ach, Mann! Ich habe hier echt ein bisschen Pech gerade. Vor allem in der Offensive. Läuft gerade nicht so toll. Ich hoffe aber, dass ich noch hier das entscheidende Tor mache zum Sieg. Sieht bisher auf jeden Fall nicht so schlecht aus, obwohl der Gegner auch nicht gerade die schlechtesten Chancen hat. Ja. Der zieht direkt. Warum spielt er nicht ab? Egal. Lassen wir ihn mal. So, komm. Pato. Nein, Pato. Ist auf Pato und er ist so langsam. Komm. Jetzt Ramirez. Den muss ich jetzt so blöde machen. Es geht einfach auch um etwas. Also wollte ich den jetzt nicht einfach verschenken, den Ball. Neymar macht ihn. Schön von vorne weggepasst. So macht man so ein Tor. Es war ein bisschen blöd halt. Nicht so schön. Aber was zählt, sind ja die Tore und nicht das schöne Spiel. Na, da ich mal wieder verloren. Gut, ich sollte das wahrscheinlich versuchen mal ein bisschen defensiver zu gehen. Ich glaube nachlegen. Naja. Defensiv kann man auch nachlegen, habe ich gemerkt. Den habe ich noch. Okay, so, dann auf da. Hier Ramirez. Den hat er nicht mehr. Dankeschön. Ach. Komm. Nein, das spielt er in die Mitte. Oder auch nicht, weil er zu blöd ist. Aber es passiert mir auch manchmal. Er läuft der eigene Spieler halt weg, wenn man bereits Passen gedrückt hat, läuft der eigene Spieler dann auch weg. Ist halt ein bisschen undankbar für den Angreifer, aber kann man nicht ändern. Komm. Das Ergebnis sollte ich mir jetzt nicht mehr nehmen lassen. Ja, es war klar, dass er den Pass macht. So, jetzt auf Neymar. Der ist schnell, der ist stark. Jetzt habe ich aus Versehen einen Pass gemacht. Weil ich dachte, dass Pato da vielleicht noch ein bisschen absetzen könnte vom Gegenspieler. Der ist auch durchgekommen. Komm, abziehen! Komm, Mann! Oh, was macht der denn da? Was macht denn die Idee da? Kann doch nicht wahr sein.
Dafür passt hier die Nummer 4 ganz gut auf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer die Nummer 4 war. Ich glaube, es ist Thiago Silva. Darf jetzt kein Tor mehr machen. Er darf jetzt kein Tor mehr machen. Komm, Neymar ist schnell, 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 schneller. Und der ist drin. Gut. Besseres Spiel als erwartet. Also ich hätte auch durchaus verlieren können. Der Gegner lag ja 1-0 vorne am Anfang. Aber anscheinend werde ich dieses Spiel gewinnen. Jetzt regel ich mich hinten am besten noch mehr ab. Also ich gehe auch sehr defensiv. Damit hier bloß nichts mehr anbrennen kann. Er müsste jetzt eigentlich alles nach vorne hauen, was geht. Ja, ich glaube, er hat auch auf sehr offensiv gestellt. Das merkt man nochmal daran, dass die Spieler alle nach vorne rennen. Na gut, der kommt nicht an. Aber das soll uns auch nicht weiter kümmern. Na gut, 87. Minute. Konnte man schon noch ein Tor machen. Wenn man Glück hat, sogar noch zwei. Aber jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr möglich sein, für ihn ein Tor zu machen. Halt startet hier nochmal. In der Mitte ist er halb. Na, eigentlich nicht. Das sollte eigentlich eher zu Pato. Aber egal, 90. Minute hier. Das dürfte gelaufen sein. Einen Angriff machen wir aber noch. So, Neymar. Der ist auch drin. Da brauche ich auch nicht mehr jubeln. Er ist halt voll offensiver gegangen und da fängt man sich halt auch mal das Gegentor. Jetzt bricht er anscheinend ab, oder? Oder hat er einfach nur das Gamepad zur Seite gelegt? Ah ne, hat er nicht. Und das war's. Gewonnen. Wir haben den Titel der Liga 6 erobert. Pato, Spieler des Tages, und ein 9,8. Nicht schlecht. Neymar 6,7, sag ich schon. Weil Hulk die 6,7 hat. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt so schlecht bewertet wurde. Fand ihn eigentlich nicht so schlecht. Auf jeden Fall Neymar mit einer 9,7 und sonst eigentlich alle recht gut bewertet, außer die Verteidigung, der Torwart. Also der Angriff allgemein wurde anscheinend gut gemacht, alles gut gemacht, außer Hulk. Obwohl ich den jetzt gar nicht so schlecht eingeschätzt habe. Hatte, glaube ich, nicht so oft den Ball wie eigentlich. Aber egal. Wir haben Titel Liga 6 gewonnen. Damit sind wir in der 5. Liga. Spielklasse gewonnen, 400 EP, 50 FCC. Und es lädt und es lädt und es lädt. Saisondaten werden geladen. So, jetzt haben wir oben schon eine 3-Sterne-Bewertung. Ich weiß gar nicht, wie sich die errechnet oder so. Auf jeden Fall hat sich an den Punkten, die man braucht, glaube ich, nichts geändert. Soweit ich das sehe. Karriereverlauf, jetzt auf jeden Fall 5 Aufstiege. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Könnt ruhig eine Bewertung da lassen, wenn ihr möchtet. Wenn es euch gefallen hat, halt eine positive und wenn nicht, eine negative. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.